Bundesrat Schneider-Ammann bezeichnet die Annahme der Fairfood-Initiative als eine Bevormundung von selbstbestimmten Bürgern. Genau dieselbe Wortwahl benutzt auch Economy Suisse. Economy Suisse, einfach zur Erinnerung, hat gar nichts mit einem Bundesamt oder so zu tun. Es ist einfach der Wirtschaftsverband, bei dem natürlich auch die Agrarchemie mit dabei ist und sogar im Vorstand mitmacht. Wie kann es nun sein, dass Bundesrat und Economy Suisse exakt denselben Slogan wählen? Haben sie zufällig dieselbe Werbeagentur? Oder bekommt der Bundesrat direkt die Slogans geliefert, die er verwenden soll? Unabhängig davon, stimmt es denn? Wenn Fairfood angenommen würde, welche Frucht würde aus dem Regal verschwinden? Welches Gemüse, welches Fleisch? Kann es sein, dass irgendeine Zitrone, ein Apfel, eine Melone, eine Banane, ein Filet irgendwo vom Markt verschwinden würde, nur wegen Fairfood? Nun, ich denke, das ist glatt eine irreführende Werbekampagne, die hier scheinbar geführt werden soll. Bundesrat, Parlament, sicher auch Economy Suisse sind wahrscheinlich die falschen Instanzen, um die Freiheit der Bevölkerung ins Felde zu führen, denn die Reglementierungswut ist erwiesenermaßen uferlos.